Mein Name ist Janek, vorne mit einem Y und hinten mit einem Q. Und das ist On The Beat. Wir sind hier bei mir im Schaufenster auf der sensationellen Ausstellung Me, Myself and I. Das ist nämlich Danielle Picciotto. Sie ist die Kuratorin und sie hat 20 ihrer Freundinnen und Freunde eingeladen, hier auszustellen. Das kuratorische Konzept ist Selbstporträt. Das hier ist Françoise Cacfus und ihr Partner Bezel. Er hat diesen kleinen Tisch dazu gebaut. Ja, führ doch mal vor den Tisch. Das Bild heißt Pixelize Me. Genau. Und das gibt ein Lied. Pixelize Me. Das ist das Bild zur Musik. Aber es ist beides von der gleichen Künstlerin. Das bist du selber, ne? Genau. Und wenn ich auftrete, habe ich oft Blumenhaar, weil ich liebe Blumen. Was ich nur kurz dazu sagen kann, ist, dass es im Prinzip mein Inneres darstellen soll. Wie im Inneren hast du einen Hund auf dem Kopf. Das ist kein Hund, das ist ein Panther. Ach so. Und Tränen, oder? Ja, schwarze Tränen. Ja, das und auch so ein bisschen so ein negatives Maui-Tattoo. Wenn man irgendwie was gebrochen hat, dann haben sich früher die Leute darauf tätowiert. Dass man im Prinzip sagt, dass es ein Zeichen ist, wo das Leben einem irgendwie geschadet hat. Und so sehe ich Tätowierungen auch. Also, dass Tätowierungen etwas sind, die etwas vom Inneren ausdrücken. Ja, ich habe drei Tätowierungen. Alles klar. Kai Teichert kenne ich auch schon seit Ende der 80er. Ich weiß nicht, ob wir das zeigen dürfen. Ja, weiß ich auch nicht. Echt? Es ist im Verhältnis ist es Life-Size. Ja. Verstehst du? Ja, ja, du, ich verstehe das sowieso. Ich komme aus der Leiche. Aber eine große Zahl. Ich verstehe das gut so. Ja. Ich find ihn auch gar nicht so groß. So. Ja, eben. Es gibt so viel Pornografie und es gibt so viel Nackte. Werden hier auch gezeigt, du kannst im Sommer durch den Tiergarten fahren, die liegen alle nackt da. Heute ist Weltfrauentag. Deborah, komm mal her. Did you know it's Weltfrauentag today? Ja, natürlich. Wo ist meine Rose? Weil gerade ihre Arbeit ist viel obszöner als deine. Warum? Weil das ist eine reale Unterhose und das ist Pubic Hair. Ich finde das ein romantisches Bild. Ja. Oh yeah, come on. Er ist rasiert. Deswegen der Regen. Nein, komm mal, er hat so viele Haare an den Beinen wie deine Unterhose da. Die ganze Geschlechterpolitik, das ist mein Kommentar zum Weltfrauentag, wird am Körper verhandelt. Wie geht dir das? Gibt es weibliche Kunst? Ist irgendwas genuin weiblich in der Kunst? Nee, es ist ganz einfach so, dass im Kunstbusiness Frauen nach wie vor irgendwie vernachlässigt werden. Männer sind besser darin, sich zu vernetzwerken, Frauen sind es nicht. Frauen werden tatsächlich nach wie vor immer noch... Entschuldige mal bitte, du hast die Love Parade gegründet und du hast hier 20 Künstler zusammengeführt. Wieso bist du schon schlechte Netzwerke? Na gut, ich muss sagen, da bin ich echt eine Ausnahme. Also wenn man einen Rucksack als Mann hat, dann erlebt man, wie wenig sich Frauen gegenseitig unterstützen. Und wie sehr sich Männer gegenseitig unterstützen. Aber ich bin eine Bitch. Ich bin auch eine Bitch. Ja. She's a Bitch. Guck mal, dein Rockstar-Mann da mit dem Mikrofon. Ja, und er singt egomäßig. Der ist total geil. Der ist total geil. Ja. Und das Schönste ist, er hat gar nicht gewartet, bis die Leute da waren. Er hat einfach angefangen. Genau, er singt immer gerne. Und er ist überhaupt kein Rockstar. Also, er ist ein Rockstar, aber er ist total attitüdefrei, denn er hat selber seine Stecker da Alex und so weiter. Alex ist der bescheidenste Mensch, den es gibt. Shambayo-Man. And show the world you love him. Keep giving all the love you can. Stand by your man. Oh, stand by. Tina Winkhaus, meine Lieblingsfotografin überhaupt. Das ist ein beeindruckendes Foto. Und das ist deine Katze, oder was? Corleone. Corleone. Don Corleone? Die Strenge in deinem Gesicht. Ich finde es ein bisschen so, dieses Bild American Gothic, weißt du? Wo der Farmer mit dieser Mistgabel steht und seine Frau so im Arm. Die gucken beide so, ganz streng, kalvinistisch. Dieses amerikanische klassische Bild aus dem 19. Jahrhundert, weißt du, was ich meine? Ganz großartig. Ich ja? Und das ist wiederum das ist auch erinnert mich so ein bisschen daran. Ja, weil das ist wiederum auch angelehnt an Leonardo da Vinci. Also das kommt ja von der Renaissance. Ja, geil. Schön, dass du da bist. Cheers. Schön, dass ich hier sein darf. Und dann haben wir hier... Genau. Der Sänger des heutigen Abends, Alexander Hacke. Also er hat natürlich gedacht, was kann ich machen zu dem Thema Me, Myself and I und hat sich entschlossen,
die ganze Zeit zu singen. Die Mucke geht los, die Leute kommen rein, wir feiern jetzt ein. Genau. Zum Anblick ein rücksichtsloser Arsch. Das klingt super. Also ich bin nach Berlin gekommen, als ich 19 war. Ich hatte Punk-Background, ich kam aus Basel, habe auch hier in Berlin im besetzten Haus in der Bülowstraße gewohnt und habe dann abends dieses Schaufenster mit diesem riesen gelben Licht gesehen. Und bin da reingegangen und habe dort eine Musik erlebt, die ich so nicht kannte. Und das war das Risiko, die Risikobar.